Ja Leute, was geht ab? Euer startet. Herzlich willkommen zu dem wohl krankesten Video überhaupt auf meinem Kanal, Leute. Ihr seht nämlich schon am Titel und ihr seht auch hier, Leute. Ich habe für das heutige Video einfach ein Gerät zu Hause, wo ich am Ende so eine Weste und alles ankriege. Und wenn ich zum Beispiel in Fortnite Schaden bekomme, bekomme ich einfach in Real Life auch Schaden. Dann kriege ich halt Elektroschock. Wenn mir in Fortnite einer in die Brust schießt, kriege ich in der Brust Elektroschocks. Wenn mir einer das Bein schießt, im Bein. Und deswegen, Freunde, ich bin so gehypt auf das heutige Video. Ich habe extra dieses Ding hier geklärt. Und da geht echt mal ein riesen Dankeschön raus an mobiles AM. SDE, Leute. Ihr seht im Hintergrund die Website. Die kam bei mir vorbei, haben mir das Teil vorbeigebracht, sodass wir halt hier Videos drehen können. Und Leute, ich bin extrem gehyped. Und ja, Freunde, ihr seht es im Hintergrund. Wir sind hier in einem Death Run. Und wenn ich hier sterbe oder Schmerzen kriege, kriege ich die halt einfach in Real Life. Dieses EMS-Ding ist halt übel stark. Die Elektroschocks, die schallern einen komplett weg. Und Leute, das Ganze wird halt bedient von Konzi, Digga. Heute wird's richtig wild. Ich schwöre, ich habe so Bock da drauf. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht lange drum herum. Ich muss mir jetzt erstmal das ganze Ding anziehen. Und ja, Mann, ich schwöre, ich bin so aufgeregt. Das wird so geil. Wir starten direkt rein. Ich ziehe mir das an, ich zeige euch jetzt alles und ich werde auf Safe Call sterben heute, deswegen egal. Wir starten rein, let's go, der Hase. Okay, Freunde, um euch das nochmal zu zeigen, das hier ist das EMS-Teil. Also hier kann man alles einstellen, jede einzelne. Wenn mir einer in die Beine schießt, wird das eingestellt. Wenn mir einer in den Po schießt, hier rein oder in den Rücken. Es ist so krass, man kann alles einstellen. Können das Ding auch mal anmachen. Dann kriegt man halt nur Schmerzen, zum Beispiel im oberen Rücken. Und hier oben ist halt das Stromlevel, das kann man halt komplett aufdrehen. Und Junge, ich werde komplett sterben. Das hier gehört zum Set auch noch dazu. Das sind die einzelnen Sachen, die ich alle anziehen muss. Also das hier ist für den Popo, glaube ich. Das ist für die Beine, für die Arme und das ist die Weste. Und ihr seht schon, überall sind Kabel dran. Die werden halt alle am Ende mit diesem elektrischen Teil da verbunden. Ja, und ich werde dann einfach sterben. Was, Bruder? Ganz genau, Digga. Ey, Leute, ich hab mies Schiss. Ich sag's euch, warum mache ich so Videos? Aber egal, Freunde, ich zieh das Ganze jetzt an, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, die Weste ist jetzt nass. Als nächstes bin ich dran. Gönn dir. Nee, nicht ins Gesicht, Digga. Mach einfach nur auf meinen Körper. Vorne, hinten. Mein Arsch auch wichtig. Ja. Digga. Hey, doch nicht auf meinen Kopf, Junge. So. Alter, ich werde sterben, Leute. Auf YouTube. Okay, Leute, ich bin jetzt angezogen. Ihr seht, komplett Beine, Arsch, Rücken. Hier, ich bin komplett verkabelt. Überall sind Kabel. Und jetzt fehlt nur noch eine Sache. Der Hauptstecker. Gib mal das Ding. Ja. Oh, Mann. Okay, Leute, Stromteil ist dran. Oh mein Gott, ich schwöre, ich habe gerade Todesschiss. Das Ding ist, Leute, ich habe das auch schon mal gemacht. Viele wissen das. Wir haben früher diese Fahrrad-Challenge gemacht. Leider falsch. Kann ich mit Elektro, wenn ich so mein ganzer Körper unter Strom ist, das anziehen? Wir probieren es. Alter, nicht, dass ich dann irgendwie einen Stromschlag kriege. Das ist der Sinn. Der Ach so, ja. Oh mein Gott! Digga, einfach zu Hause! Okay, Freunde, ich würde sagen, ich bin bereit für die Challenge. Digga, ich werde einfach im Death Run nicht einmal sterben. Wir starten jetzt das Ding, mach das Teil an. Oh mein Gott! Okay, Freunde, wir müssen jetzt für den Anfang einmal Level, mach auf Level 2 oder so. Ja, aber guck, nicht, es geht bis 100, es geht bis 100, mach wenig. Wir müssen doch erstmal hier die hochfahren. Leute, ab jetzt, wenn ich im Death Run irgendwie sterben sollte oder eine Falle mir zum Beispiel von der rechten Seite reingeht, kriegt meine rechte Seite Stromschläge. Wenn ich runterfalle, bekomme meine Beine Stromschläge. Wenn mir einer in die Brust schießt, bekomme ich in der Brust Stromschläge. Junge! Okay, ich würde sagen, ich bin bereit. Bist du auch bereit? Ich bin immer bereit. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Let's go! Fortnite mit echten Schmerzen spielen. Ich würde sagen, ich starte rein in den Death Run in 3, 2, 1. Go. Noch nicht einfach schocken, wenn du mich einfach so schockst. Ich schwöre auf alles, Digga, werde ich auseinandernehmen. Checkpoint, easy. Ich werde hier nicht sterben. Ich werde einfach nicht sterben. Guck mal. Digga, Fallen triggert. Uhu, wie schwer, Mann. Oh, oh. Ah, hoppala. Okay, 200 Level davon, also wir haben... Da! Da! Digga, lass es! Und mach aus! Oh mein Gott, Digga! Oh. Das ist härter als damals, ich schwöre, das ist härter! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ey, erst später höher machen, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, das ist schon echt... Das war schon hart... Nein! 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 Oh. Stark, Digga. Es ist so stark. Oh mein Gott. Ich muss mal gerade auf mein Leben klarkommen. Oh, okay, jetzt ist untenrum immer stärker, aber ich spür's natürlich trotzdem überall so ein klein bisschen. Aber okay, sobald nämlich gleich ich von oben Schaden krieg, musst du umstellen, ne? Junge, wie soll ich das schaffen? Digga. Digga. Ja, löst doch aus, Digga. Nein. Oh, oh, das ist zu viel, das ist zu viel. Das ist zu viel, ich schwöre, das ist zu viel. Das geht nicht, Digga, das können wir nicht machen. Das ist so krass. Echt? Es ist zu krass. Ah! Hör auf!
Nee, 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 runter, runter. Oh mein Gott. Alter, mein Arsch. Okay, weiter. Ja, ich werde es halt nicht schaffen. Oh mein Gott. Ich höre einfach auf. Ich mach's nicht mehr. Da! 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 Bruder! Jetzt, ausgelöst. Ich schaff das Level. Nice. Hier kann mir gar nichts passieren. Alter, leck mich doch am Arsch. Junge, meine Beine und mein Arsch. Aber easy. Für den Deathrun King kein Problem. Da waren zwei Fallen. Oh, das ist schon wieder zu viel, Junge. Du sollst nicht so viel machen. Du machst zu stark. Das ist zu viel. Das tut richtig weh. Es tut richtig weh, Digga. Es tut richtig weh. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 1. Nummer 2. Oh mein Gott, Digga, ich schwöre, es ist zu stark. Konzi, übertreib es nicht. Ich mein's wirklich ernst. Auch nicht wundern, Leute, dass der Schock nicht die unten. Ja, übertreib's nicht, übertreib's nicht, übertreib's nicht. Ich übertreib's nicht, aber da kommt gleich der Schock. Genau. Jetzt. Oh. Boah, Bruder. Warum fahr ich denn da runter, Digga? Oh, der war wenig, ne? War gut. Chill dich, Digga. Was, wenn ich jetzt gar nicht mehr sterbe? Dann kannst du mich mal. Vom Ding her. Leute, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon lange keinen Deathrun mehr gespielt. Ja, easy, Digga. Was ist das für ein Level, Junge? Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3. Halt, mal drüber springen können, scheiß drauf. Hör auf, mich zu schocken, einfach aus Spaß, Digga. Das war zwar nur leicht, aber ich spür das. Ey, ich schwöre, Leute, ich schwöre euch auf alles. Jetzt ist nicht gespielt. Ah, da war eine Falle! Warum renne ich denn da einfach rein? Oh. Digga. Oh mein Gott. Digga. Oh. Bro. Nee, nicht so viel. Das fetzt mir die Arme weg, ne? Ich schwöre, das fetzt mir gerade die Arme weg. Warum Arme? Ich bin unten gestoppt. Bin ich eigentlich dumm? Oh. Leute, ich schwöre euch auf alles, wenn ich hier irgendwas fake, ich bin der größte lebende Hund, den es auf der Welt gibt. Digga, dieses Level ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Nein. 70! Boah! Das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Digga, ich schwöre dir, mach das doch einmal und ich nehme dich komplett auseinander, Junge. Wie kommt man hier rüber? Das ist ein ganz simpler Seitwärtsjump, aber er haut nicht hin. Guck, kann man hier einfach lang gehen? Normalerweise, pass auf, normalerweise, du nimmst Anlauf. Schon wieder Seitwärtsjump. Aber das ist eigentlich easy, also eigentlich habe ich es voll drauf. Das ist 60, ich sehe es doch, Digga. Guck mal, das Ding ist, das ist 60. Wie stark ist es bei 100? Bro, wenn du 100 machst, ich schwöre. Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Aber da hat man gerade gemerkt, du hast hochgedreht. Am Anfang war es leichter und dann wurde es stärker. Okay, Leute, ich würde sagen, ab einem gewissen Level im Deathrun gehen wir höher. Den Schocks. Wobei, es ist eigentlich echt zu viel, ne? Ich sag's. Walla, Bruder-Garantie. Es ist einfach zu stark. Jeder, der das von euch... Finger weg, Digga. Ich sterb doch nicht mal. Jeder, der das von euch schon mal gemacht hat, dieses RMS-Training, der kennt es. So, die ersten Stufen gehen. Chill, chill. Nicht mehr, nicht mehr. Oh. Digga, wenn man das hier mit André spielen würde, der würde nicht einmal geschockt werden. Nee. Oh, das ist so viel... Bro, ey, das kannst du wirklich nicht machen. Ich schwöre, das kannst du nicht machen. Erst recht, der Trainer von mobile EMS, der mir das eben hier hingestellt hat, meinte, ja, so 70 ist normal. Bro, 70 ist normal, wenn man alles hochstellt. Ich bin nicht gestorben, entspann dich. Da hab ich... Da, der wird tot ins Auge geblickt. Verdammt, scheiße, okay, entspann. Alter. 80? Nee. 80, übertreib's nicht. Ey, das reicht. Oh, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Ich kann meine Hand nicht aufmachen. Alter, während ich den Schock, ich kann meine Hand nicht mehr öffnen. Junge, ich werde hier so eine 100 reinknallen. Ich schwör's bei ihm. Geschafft. Boah. 100 hast du gesagt. Nein, nein, nein. Wenn du 100 machst, ich schwöre auf alles. Ich schwöre. Das ist cool. Alter!
Alter! Oh mein Gott! Ey, warte, bei welchem Level habe ich es eigentlich geschafft? Ich mache doch jetzt nicht 200 Level, der Front. Natürlich sterbe ich da am Ende öfters. Ich bin bei Level 68 bis Level 100. Locker. Nicht bis 100, nicht bis 100, nicht bis 100. Digga, hör auf! Ich schwöre, das, ey, ich meine es 100.000% ernst. Macht nicht so viel. Was man ja dazu sagen muss, Leute, EMS-Training ist halt todeseffektiv. Also ihr macht damit halt Sport. Na, Real Talk nach dem Death Run. Nach dem Death Run. Ich rede gerade netter drüber, mach wenig. Ja, ja. Wenig. Ey, wenn man währenddessen Fitnessübungen macht, ist es einfach super chillig. Und man kann halt voll viel machen. Deswegen kann man voll viel machen. Was ist? Ey, ich bin nicht gestorben, ich bin nicht gestorben. Chillig. Alter, ey, mach Arme ein bisschen raus. Arme müssen ein bisschen raus. 99, ich bin Level 100. Okay, komm, auf Ehre. Paar Level machen wir noch. Aber Video ist jetzt schon 29 Minuten lang. Okay, 10 Level noch, Leute. Die nächsten 10 Level mit Stufe. Was war das Höchste? Was wir bis jetzt gemacht haben, war so 80. Mit Stufe 83. Oha. Ich wette, jeder erfahrene EMS-Training-Typ guckt sich dieses Video und denkt, Bro, das ist null stark. Aber doch. Okay, Leute, die letzten 10 Level. Wir starten rein. Bro. Was ist das für ein Kindergarten-Level? Digga. Zack. Oh nein, wir sterben. Oh, 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 Digga. Wuhu. Oh! Ja, mach aber. Mir egal. Die letzten Level. 3 Level noch. Aber nicht mit 80, nicht mit 80. Nein, nein, nein. Wir lassen jetzt durchgehen 50, du kriegst alle paar Sekunden. Nee, mach ein bisschen höher, Digga. Kein Kindergarten hier. Also. Dann machen wir durchgehend 70. Ja, 70 ist gut. Mach 75, scheiß drauf, Digga. Oh! Meine Hand, Digga! Ist nicht möglich. Ey, nicht höher als 75. Meine Hände gehen immer zu! Meine Hände gehen zu! Ich kann sie nicht aufmachen! Okay, aber warte, ich probiere, ob ich das überhaupt hinkriege. Nein! Nein, 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 nein! Ich kann nicht mal die Maus anfassen. Konsti! Soll ich runter machen? Ich kann nicht mal. Mach runter, mach runter, ich schwör's dir. Wie geht das? Das ist 77! Du hast hochgemacht gerade, Digga. 50, okay, 50. Okay. 50. Boah, ich kann meine Hand bewegt sich einfach nach oben. Guckt euch das mal an, Digga. Ah, keine Tage. Oh, Digga, Konsti. Was denn? Ich guck nur, wie das funktioniert hier. Ich kann die Maus nicht halten. So. Nee. So. So. Oh. 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 Da. 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 Das ist langweilig, bisschen. Also für jedes Level, das du schaffst, gehe ich jetzt eins hoch. Was? Nein! Mach einfach. Digga, guck dir meine Hand an, ich kann sie nicht öffnen. Meine Arme sind einfach gerade. Digga, Konzi, es geht nicht. Es geht nicht, ich kann so kein Level spielen. Mein Arm wird gerade und ich kann ihn nicht gerade machen. Ein letztes Mal. Da! 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 Ich kann es nicht fertig machen, Junge, Konzi. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne bei Konsti und auch ganz, ganz wichtig, auf den Social-Media-Kanälen von Mobiles EMS-Training vorbei, Leute. Da könnt ihr euch, falls ihr Bock habt, bei uns aus der Gegend hier kommen, Koblenz, Raum Main, Koblenz. Also, falls ihr Bock habt, das Ganze mal richtig auszuprobieren, das heißt auch mit Trainingstechniken, jetzt nicht so ein Quatsch, wie wir hier machen, sondern halt mal richtig auf Training, weil Real Talk 20 Minuten EMS-Training sind so viel wie 2 Stunden ins Gym gehen. Ja.
Ich frage mich, warum ich das nicht öfters mache. Das sieht halt, im ersten Moment sieht es hart aus, aber an die Schocks gewöhnt man sich. Und gerade mit Übungen und so ist es nochmal was anderes, wie wenn man halt zockt und sitzt. Deswegen ja, Freunde, checkt das Ganze ab. Vielen, vielen Dank. Wirklich so ein riesen Dankeschön geht raus an mobiles-rms.de. Wir haben die angeschrieben und die haben mir das Ding einfach vorbeigebracht. Einfach hier hingestellt und gesagt, okay, viel Spaß und dann wieder gegangen. Deswegen echt Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank. Aber ohne Scheiß, das Ding auch vielen, vielen Dank an Konzi, Digga. Bester Mann. Ehre. Und wir sehen uns. Haut da rein. Lasst Daumen nach oben da. Ciao, Leute.